Ja, einen schönen guten Tag, liebe Freunde, und damit begrüße ich euch zurück zu Pokémon X. Oder besser gesagt zur Story nach der Story. Oder auch Postgame genannt. Ja, wir standen wieder in unserem Zimmer. Nichts ahnend. Ja, wir haben ja jetzt die Pokémon-Liga geschafft. Und es gibt ja noch zwei, drei Dinge zu tun, bevor dieses Projekt zu Ende ist. Aber jetzt möchte erstmal unsere Mutter noch reden. Jake, ich habe im Fernsehen die Parade gesehen. Professor Platan hat sich echt ins Zeug gelegt. Er hat so viele Leute versammelt. Da fällt mir ein, ich habe eine Nachricht vom Professor. Er möchte sich mit dir im Bahnhof von Illumina treffen. Weißt du, wo der Bahnhof ist? Mit dem Taxi kommst du ganz schnell dorthin. Worum es wohl geht, das hätte er dir doch bei der Parade persönlich sagen können. Immer diese beschäftigten Professoren. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, weiß ich nicht so. Erstmal nochmal Sanaha. Hey, Lord Jay, die Parade war erste Sahne. Du, sag mal, würdest du mir einen Gefallen tun? Ich hätte nämlich gerne eins deiner Pokémon. Als Zeichen unserer Freundschaft. Ich gebe dir mein Froxy, das ich in einem Ei gefunden habe, und du gibst mir dafür eins deiner Pokémon. Bist du dabei? Interessant, aber im Moment nicht. Echt nicht? Na gut, vielleicht ein andermal. Nö, weil die Pokémon, die ich habe, die sind mir zu wertvoll, als dass ich dir die geben würde. Aber ist interessant, da gebe ich dir einfach so ein Billig-Pokémon, wie so ein Bititzer oder so, die gibt mir ein Froxy. Cool. Cool, hätte ich dann auch noch ein etwas geileres Wasser-Pokémon. Wenn ich mal Bock dazu habe, trainiere ich das vielleicht. Mal sehen. So, aber jetzt möchte ich mit unserem lieben, netten Lukas fliegen und ja, schauen, was uns Professor Platan so zu sagen hat. Ja, wie es eigentlich in jedem Pokémon-Teil so der Fall ist, mit bewusster, da ist der Bahnhof, okay. Gibt es, nachdem man Champ geworden ist, noch eine ganze Menge zu tun? Naja, eine ganze Menge. In der zweiten Schiene eine ganze Menge, aber sonst eigentlich nicht. Weil da gibt es ja noch eine ganze Region noch dazu gesetzt, aber hier denke ich mal nicht. Es gibt ja noch das ein oder andere legendäre Pokémon, was ich mal gucken will, das noch zu fangen. Aber jetzt möchte ich erstmal zum Bahnhof. Kommt drauf an, was ich denn finde. Ist das hier der Bahnhof? Jetzt geht wieder das Suchen los. Nein, das ist das Hotel. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, da Geld wieder für ein Taxi zu bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Aber wahrscheinlich muss ich es, wenn ich den Bahnhof nicht finde. Ist das? Ne, auch nicht. Oh Gott. Vielleicht wisst ihr es ja noch damals, als wir mal zum Café Flordelis sollten. Moment mal, das sieht mir doch aus nach dem, oder? Das ist doch bestimmt, das war doch das Kunstmuseum, ne? Ja, das ist das Museum. Boah. Auch wenn das in dieser Riesenstadt richtig geil ist, aber man kann sich hier unheimlich schlecht zurechtfinden. Na komm. Ja, von mir aus. Ich jetzt, bla bla bla. Nein. Ja. Verkehrsmittel. Bahnhof von Illumina. Ja. Und dafür muss ich wieder Geld bezahlen. Naja. Ach, das ist hier. Aha, verstehe. Verstehe. Ja, ein Stückchen weiter. Na super. Na egal. Super Training. Nein, wir gehen hier rein. Und da wartet er schon. Keinen Schritt weiter. Ach, die beiden. Haha, ich bitte um Verzeihung, dass wir auch immer so einen Schrecken einjagen müssen. Wir wollten ja eigentlich nur etwas überbringen, was der Professor neulich vergessen hatte. Dein Pokédex wurde ja bereits um den Zentral- und den Küsten- und den Gebirgsbereich von Kalosh erweitert. Doch abseits dieser Bereiche gibt es noch weitaus mehr Pokémon zu entdecken. Und aus diesem Grunde erlauben wir uns, dein Pokédex entsprechend aufzurüsten. Der Pokédex wurde der nationale Dex. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den nationalen Pokédex auswählen. Tipp ihn einfach mal, um ihn auszuprobieren. Genieße deine Zeit, die du gemeinsam mit deinen Pokémon verbringen kannst. Denn sie ist so kostbar und hart erkämpft. Ah ja. Freut mich. Ja, hi. Glückwunsch, das war eine tolle Parade, Jake. Der Grund, weshalb ich dich hergebeten habe, ist das hier. Tada! Eine Dauerfahrkarte nach Batika City. Sag bloß, du kennst Bactaria City nicht. Die im Süden der Kalosch gelegene Stadt Bacaria City ist der ideale Ort, um sich ein paar Muskeln anzutrainieren. Na, was zögerst du da noch? Ja, das hört sich gut an. Bisschen Winterfell abzutrainieren. Hört sich geil an.
Der Hochgeschwindigkeitszug wartet schon auf dich. TMV-Pass. Dann will ich dir mal auch das Nötigste zum TMV, also dem Train A Megavithese oder auch Hochgeschwindigkeitszug erklären. Begib dich zum TMV-Station und suche einen der orangenen Fahrkartenscanner auf dem Bahnsteig. Ich dachte, wir haben eine Dauerkarte, um eine Fahrkarte scannen zu lassen. Jetzt aber nichts mehr los. Ich wünsche dir viel Spaß. Okay. Ja, machen wir das einfach mal. Ja. Na gut. Ja, kennt man ja schon so Züge. Gab es ja auch schon wie der Magnetzug in der zweiten Schiene zum Beispiel. Soll ja auch an den TGV wahrscheinlich angelehnt sein. Der aus Frankreich. Vor allen Dingen war ja auch, würde ich sagen, 90% daran angelehnt sind. Bahnhof von Batika City. Du hast doch ein Pokédex, nicht wahr? Dann stelle ich jetzt mal eine Frage. Was ist das klebrige Zeug, das einen Flauschling ausschüttet, um den Gegner daran zu hindern, sich zu bewegen? Fäden? Okay. Wusste ich, war jetzt geraten. Wow, das war richtig. Das ist ein Preis. Nice. Man kann durch sein Pokédex so viele Dinge lernen, dass sich einem mit ein wenig Fantasie ganz neue Perspektive eröffnen. Obwohl du ja eigentlich nur gecheatet hast. Der fasst auch so ein Quizduell. Ich weiß nicht, ob ihr die App kennt. Der TMV wird mit Elektrizität betrieben. Ohne das Kalosch-Kraftwerk rührt er sich also kein bisschen vom Fleck. Ja, stimmt, da gibt es eigentlich auch noch solche Räume, aber nee, die mache ich nicht. Hi. Sag mal, bist du nicht Jake? Es ist mir gelungen, bei der Parade einen Blick auf dich zu erhaschen. Ja, das bin ich. Wusste ich's doch, ein Träger des Kalosch-Emblems erkennt man eben sofort. Vielen Dank, dass du die Schergen von Team Flair aufgehalten hast. Es ist nur eine Kleinigkeit, doch nimm dies bitte als Zeichen meiner Dankbarkeit. Kampfkamera. Mit der Kampfkamera kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder Kämpfe in speziellen Kampfeinrichtungen aufzeichnen. Doch das ist noch nicht alles. Wenn du eine Internetverbindung herstellst, kannst du deine aufgezeichneten Kampfvideos hochladen, ohne die oder die von jemand anderem hochgeladenen Kampfvideos anhand ihrer Codes suchen. Ja, eigentlich ein unnötiges Item, finde ich. Aber wegen meinem Format, was ich hier gemacht habe, was ihr auch in meinem Kanal findet, könnt ihr mal vorbeischauen. Was ich also Jake LP gegen Community genannt habe. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich mal ab und zu, wenn ihr Bock habt, auch gegen euch kämpfen würde. Obwohl ich wahrscheinlich wenig Chancen habe aktuell. Aber wie gesagt, dafür werde ich offscreen trainieren. Okay. Ja, gibt es eigentlich sonst noch was Besonderes hier, oder? Gewinnpunkte, jetzt fängt schon damit an, okay. Ich will jetzt mal nicht alles vorlesen, so ich gehe einfach nur mal weiter, weil ich habe eigentlich noch vor, in diesem Part eigentlich noch ein Legendäres zu fangen und dann eigentlich aufzuhören, aber ich werde halt nur gucken, ob es vielleicht noch irgendwas Geiles gibt hier, aber es sieht mir nicht danach aus. Das kleine Mädchen hier. Oh, TM91 Lichtkanone, das ist eine geile TM. Der ich sogar nicht abgeneigt wäre, die Element beizubringen, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt eine geile Attacke. Das ist nämlich eine Stahlattacke, eine physische, die er sogar auch erlernen kann. Nur was bringe ich ihm dafür weg? Ich bin ja eigentlich geneigt, dieses Steinhagel wegzunehmen. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, mache ich das auch. Ja, das mache ich. Tschüss, Steinhagel. Ja, Lichtkanone ist geil. Kam, glaube ich, aus der vierten Gene. Aber geile Sache. Geile Sache. Kann ich nur sagen. Okay. Ah, hier haben wir nochmal ein Item. So, direkt geschenkt. Nugget. Das kann man verkaufen. Aber ich denke mal, da erzähle ich euch nichts Neues. Okay, was ist das hier? Kampfhaus. Hier haben viele kokette Schwestern das Sagen. Ah, ja. Na, komm schon. Im Kampfhaus kann man sich im Team mit einem Freund die Herausforderung stellen. Oh, das ist ja cool. Vielleicht geht das ja sogar online. Da würde ich das vielleicht sogar mit jemandem machen, wenn sie sich so bereit erklärt. Hast du etwas Zeit? Du wirkst wie jemand, der sich mit Pokémon auskennt. Darf ich dich um deinen fachmännischen Rat bitten? Ja. Oh, das ist echt nett von dir. Gut, dann will ich dich mal gleich mit der Problematik einweihen. Ich würde gerne ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit einer Attacke vom Typ Boden treffen, weißt du? Aber wie soll das bloß funktionieren? Ich komme einfach nicht auf die Lösung.
Ein paar Denkansätze habe ich zwar, aber ich weiß nicht, welcher richtig ist. Jetzt wurde also gefragt. Jetzt sag mir, was du von meinen Lösungsansätzen hältst. Zuerst brauchst ich mal deine Meinung zu ein paar Items. Um ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit einer Bodenattacke zu treffen, wäre es zum Beispiel ein Versuch wert, ihm mit Hilfe der Attacke wie Trickbetrug oder Wechsel dich ein Item unterzujubeln. Nach längerer Überlegung bin ich darauf gekommen, dass sich dafür eventuell eine Eisenkugel eignen würde, aber vollkommen sicher bin ich mir da nicht. Findest du die Idee? Ja, toll. Oh, dann hatte ich also recht. Also wenn du das auch so siehst, hätte ich wohl wirklich einen richtigen Riecher. Ach ja. Ach komm, ich weiß auch nicht, was das jetzt soll. Erdanziehung. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber es klang mir so danach. So brauche ich noch dieser Fähigkeiten. Es gibt wohl auch Fähigkeiten, die sagen, um mit der Fähigkeit Schwebe mit Hilfe von Attacken zum Boden zu treffen. Ich habe keinen blassen Schimmer, welches sich genau handelt. Ich würde sagen, Überbrückung. Nein. Nee, das muss jetzt nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Nee, das muss jetzt nicht sein. Da habe ich ja ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und ich denke mal, ihr auch nicht. Was haben wir hier noch so Schönes? Aha, Kontakt-Safari? Was ist das denn jetzt? Ja. TM58, freier Fall. Okay. Interessant, hört sich aber jetzt nicht so besonders an. Oh, und das ist ein Pokémon. Okay, denk mal, das wird nichts haben. Okay, nächstes Haus. Und ich denke mal, dann sind wir auch gleich durch, ne? Wäre ich nicht abgeneigt. Ach, komm schon. Dieses Pokémon namens Kyurem. Hat das denn wirklich niemand? Bestimmt welche, die Pokémon Schwarz und Weiß gespielt haben. Und wer bist du? Na nur, du bist doch. Deinetwegen ist unsere Geheimnisse in Flammen aufgegangen. Ja, mit Team Flair ist es vorbei und zwar gepflegt. Dass wir nur uns von Team Flair retten wollten, war allerdings etwas gepflegt daneben, was? Ich habe mal gepflegt nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Welt ziemlich einstirnig wäre, wenn alle dieselbe Meinung hätten. Oh ja, ist ja einfach mal so ein Team Flair-Mitglied. Ach, aber von denen möchte ich auch niemanden mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, was ist hier? Kontakt-Safari. Freundescodes werden deinen Horizont erweitern. Freundescodes? Willkommen zur Kontakt-Safari. Was möchtest du heute tun? Anleitung hören. Diese Spielfunktion ermöglicht es dir, an Safaris von Spielern teilzunehmen, die du als Freund registriert hast. Der Typ der Pokémon, den du im Verlauf der Safari begegnen kannst, ist festgelegt. Aber dafür wartet jede Safari mit einem individuellen einzelnen Pokémon auf dich. Je mehr Freundescodes du registriert hast, desto mehr Safaris stehen dir zur Verfügung. Registriert dir so viele Freunde wie möglich. Auf Safaris von Freunden, die dir zu selbst Pokémon spielen, begegnen dir als kleinen Bonus außerdem mehr Pokémon als gewöhnlich. Ah ja, keine Ahnung, was das soll. Okay, na gut, das könnte vielleicht sein, um seltene Pokémon zu bekommen. Hört sich zumindest für mich an, und ein schöner Park. ich stecke in einer Schaffenskrise. Eine knallbunte Kopfbedeckung und Sneaker. Ja, das wäre perfekt. Ich würde gerne einen Jungen in auffallend farbenfrohe Aufmachung malen. Okay, ich glaube, da müssen wir uns passende anziehen. Nee, lass mal. Gut. Das sieht danach aus, als wären wir hier durch. Ja, ganz schick. Aber nicht weiter relevant. Wir wollen jetzt noch ein Pokémon fangen. Und das tun wir in den Omega-Höhlen. Deshalb fliegen wir da auch hin. Genau, die war am nächsten Moasia. Nur wenn mir das gerade so einfällt, gibt es da. Ja, ich weiß nicht mehr, wo die Höhle war. Wo sich dieser komische Zygarde. Ja, ich kann es jetzt schon verraten. Das Ding heißt Zygarde, was wir da fangen werden. Hat mich ein bisschen schlau gemacht und es soll wohl ganz schön brutal sein. Aber ich glaube, was das Level angeht, glaube ich, sind wir schon. Ich weiß nicht mehr genau, welches das war, aber ich glaube, es passt eigentlich. Ich glaube, das war irgendwas mit 60, 65 oder so. Hast du vielleicht Tempobälle?
Ja, warum sollte er Tempobälle haben? Aber ich meine, ich hätte mir neulich noch welche gekauft, ne? Habe ich welche? Na, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ich möchte es mal probieren mit einem Tempoball. Gut, die Chance ist eh gering, aber... Da waren wir schon. Ja, wir, oh, wir haben sogar 17 von den Flottbällen. Und nicht Tempobällen. Interessant. Das sollten wir dann ja wohl schaffen. Hä? Du hast das Spiel zum ersten Mal durchgespielt. Du hättest dafür nur Hintergrundmotive. Geil! Wahnsinn. Motiv. Nein, nicht Name. Das muss jetzt nicht sein. Nein, ich... Nein. So. Ich will die doch nicht ändern, den Namen. Motiv. Spezialmotiv. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow, ist ja mal richtig krass. Ich glaube, nur die Spezialmotive sind neu. Wow, geiles Bild von Xerneas. Jiveltal und irgendwie ständig, das ist nämlich ständig das Falsche. Okay, Mega-Entwicklung. Was bei sonstige? Nicht weiter von Rel. Oh, nee, es geht noch weiter. Ich weiß, eigentlich sollte ich mich damit jetzt nicht aufhalten, Team Flair. Ja, was soll's. Ist ja ganz nett, aber nicht für uns, sondern relevant. Und warum wollte ich dich jetzt raus? Ich wollte nur unseren Freund Sklaven holen. Ich glaube mal, Space Dad kann ich mit rausnehmen. Labras kommt nach vorne, genau. Labras kommt nach vorne. Denn ich schätze mal, na, ich weiß den Typ von dem, der ist Bodendrache. Glaube ich zumindest. Und Schutz sollte ich mir auch schon mal reinhauen. Wäre nicht schlecht. Wenn ich es natürlich finde. Schutz, 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 Schutz. Ich bin schon wieder vorbei. Nicht? Och, nee, ne? Ja, schon Tafeln finde ich auch geil. Da, Top-Schutz. Ich denke mal, mit den 25 sollten wir auskommen. Aber ich denke mal, ich werde noch einen zweiten Part noch brauchen. Weil es gab noch zwei Dinge, die ich auch noch zeigen wollte. Na, wobei, einen bin ich mir nicht sicher. Es gab ja jetzt was, wo wir noch in... Och. Muss das sein? Verzieh dich, du blödes Georock. Aber es gab ja noch eine Höhle, die wir besuchen können. Und das ist diese Höhle, die beim Pokémon-Dorf zu sehen ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich auch direkt den die richtige Höhle finde. Oh. Ja, ich glaube mal eher. Ja, ihr habt ja jetzt schon einen Teil gesehen. Ich denke mal, das wird jetzt auch noch zu langweilig sein. Ich weiß, dieser Part wäre jetzt nicht spannend, aber dann werden wir es halt im nächsten Part verlagern, schätze ich, wenn ich die jetzt nicht auf Anhieb finde, weil... Weil das wäre dann besser. Weil ich glaube, ihr habt keinen Bock, nochmal diese langwierige Höhle anzusehen und ich kann es euch nicht verübeln. So, ja, wir haben nur den einen Weg hier. Oder wir gehen da hoch. Aber ich hoffe mal, dass es hier... Ne, hier war es definitiv nicht. Dann war es oben. Dann war es da oben. Waren wir da eigentlich schon drin? Ja, hier waren wir. Hier ist auch nicht. Dann war es nur noch da links. Und wenn wir das nicht direkt auf Anhieb finden, dann... Boah. Dann schätze ich mal, dürfen wir das ein anderes Mal machen. Und da, also im nächsten Part, da weiter danach suchen. Aber bis ich das gefunden habe, wird das wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, glaube ich echt danach. Immerhin können wir schön zur Trümmer einsetzen und ein bisschen abkürzen. Oh, muss da jedes Mal ein Pokémon drin sein? Nein, muss es nicht.
Aber immerhin sind wir jetzt nicht mehr so unterlevelt und können immerhin auch direkt fliehen. Aber das war ja richtig nervig. Oh, aber das hätten wir eigentlich auch schon holen können, das Sternstück. Naja gut, ist jetzt nicht notwendig, aber interessant, das habe ich wohl vergessen. Aber gut, wie soll man auch in dieser riesigen Höhle überhaupt was sehen? Oder sich zurechtfinden? So. Ja, sieht wohl danach aus, als dürfte ich das nochmal machen wahrscheinlich. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwie rechts war, so, aber bisher sieht es nicht danach aus. Ja komm, mach das mal weg, vielleicht ist da unten noch was, wenn das eine Sackgasse ist, dann weiß ich es dann nichts. Ne, da ist auch nichts. Das läuft ja richtig super. Ich glaube mal, das werden wir nicht finden. War das wohl doch oben? Ja, ich glaube, das war hier, ne? Ich glaube, das war in dem Bereich, wenn ich mich richtig entsinne. Naja, gut, vielleicht informiere ich mich auch nochmal genau nach. Aber ich meine, das war hier sogar. Irgendwo links war ein Typ, der eine Höhle verbarrikadiert hat. Aber hier nicht. Das ist ein Einzelraum. Komm, irgendwo war der doch. War das nicht hier sogar? Wo ist das denn? Ach, hier war auch noch was? Okay. Das könnte auch hier gewesen sein. Ja, hier war das, genau. Hier war das. Okay. Okay. Ich speichere eben. Boah, wie sich das anhört. Keine Musik. Und dann werden wir uns nun noch in diesem Part doch noch gegen Zylgarde stellen. Da ist es. Boah, und das sieht ganz schön groß aus. Heieiei. Ja, gut. Das machen wir noch in diesem Part. Und dann im nächsten Part wird dann der letzte sein. Okay, ich bin mal gespannt, was das Ding drauf hat. Es ist natürlich das Spezial-Pokémon der Generation, was wahrscheinlich in der Spezialedition eine Rolle spielen wird. Keine Ahnung, wie sie heißt. Vielleicht Z. Aura-Umkehr. Und es ist 70. Ah ja, 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 ja. Wir denken da dran. wo haben wir es denn da? Ich wüsste auch schon einen Namen. Das macht die Sache noch ein bisschen einfacher. Flottball. Na, haben wir Glück? Ja, ich glaube nicht dran. Geil wäre es aber. Boah, dreimal. Nicht schlecht. Das war schon was, fand ich. Okay. Gut, da müssen wir ein bisschen, ja, müssen wir unseren eigenen Skill beweisen. Gut, ich habe leider nichts, mit dem ich den Typ, mit dem ich ihn, wow, das war aber schon sehr gut, Frosty. Mit dem ich ihn eine Statusveränderung zufügen könnte. Das ist schlecht. Da haben wir leider nichts im Petto. Das heißt, ich habe jetzt nur noch die Wahl, jetzt mit Bällen rumzuschmeißen. Oder ich verwende meinen Meisterball. Aber eigentlich, naja, wenn das zu lange dauert, verwende ich den. Ein anderes Trick. Oder Moment mal, gab es nicht noch Mewtwo irgendwie zu fangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das könnte lustig werden. Ich glaube, das könnte lustig werden. Dann nehmen wir mal einen Hyperball. Da haben wir eine Menge. Na gut, ich könnte natürlich auch mit Glurak noch ein bisschen drauf, ein bisschen weniger schwächen. Weil das Ding ist ja wohl echt Bodendrache. Und jetzt ist wohl Frosty nicht tot, okay. Keine Ahnung, was das für eine Attacke war. Keine Ahnung, was das für eine Attacke war. Ich glaube, das könnte noch lange werden. Ach, das war Drachenpuls. Okay, das sieht aber ganz schön heftig aus bei ihm.
Oh Gott, wenn er das kann. Ja, wobei, wir sind ja nur Drache. Nein, nicht Drache, Feuer, Flug. Oh Gott, das habe ich mir da nur ausgedacht. Ich weiß aber nicht, soll ich das machen? Komm, wir haben mal keine Wahl. Na, und das war natürlich nichts. Ich habe es geahnt. Ja, im nächsten Part probieren wir das nochmal. Ich denke mal, jetzt lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Wenn euch der Part gefallen hat, hoffe ich, es hat euch gefallen. Und im nächsten Part werden wir es besser machen. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Oh yeah.